Hi, in diesem Video spreche ich über den ursprünglichen Geist Yuan Shen und den Kleingeist Shen und warum das Zurückkehren zum Ursprung eher ein destruktiver statt ein konstruktiver Prozess ist. Das weiße Blatt Papier repräsentiert den ursprünglichen Geist. Das, was du bist, ist vor, während und nach jedem Wort, jedem Gedanken, jedem Gefühl präsent, ist davon völlig unberührt. Und im Tao Te Ching finden wir zum Beispiel erstes Kapitel. Die ersten Kapitel sind immer die wichtigsten, da ist sozusagen alles drin. Jedes weitere Kapitel sind Wegweiser. Da ist ein Wegweiser. Das Dao, über das man sprechen kann, ist nicht das wahre Dao. Diesen ursprünglichen Geist kannst du nicht in Worte fassen, aber er ist jetzt gerade da. Es ist das, was hört. Das, was sich des Hörens bewusst ist. Es ist das, was fühlt. Ja, was sich aller Gefühle bewusst ist. Und hier dieser Kreis symbolisiert den Shen, den Kleingeist, der auch die ganze Objektwelt dann beinhaltet scheinbar. Und der ist immer im Widerstand oder in Anhaftung. In den Klassikern finden wir die Beschreibung ist die erste Bewegung des Herzens und damit ist genau dieser kleine Geist gemeint. Das ist Aversion, Abneigung und auf der anderen Seite Zuneigung und daraus entstehen dann die ganze Beziehung und das Beziehungsgeflecht und das ganze Streben gegenüber der scheinbar objektiven Welt. Und dieser kleine Geist, der setzt sich zusammen aus Emotionen und Geschichten. Deswegen ist in der chinesischen Medizin sind Emotionen innere Pathogene, also krankmachende Faktoren, nicht im Sinne eines normalen Auftauchen. Emotion ist Energy in Motion, wo die Energie einfach durch dein System fließt, durch den Raum des Gewahrseins fließt, sondern sobald eine Geschichte dazu kommt, ja, dreht sich das im Kreis. Und wir finden auch im Tao Te Ching, im 48. Kapitel, diesen Hinweis, wer sich dem Lernen widmet, der fügt immer noch etwas hinzu. Und wer sich dem Dao widmet, der lässt los. Und wir sind so identifiziert mit diesem kleinen Geist, dass auch unsere ganze Ich-Empfindung, ich. Dass es kein konstruktiver Prozess ist, zurückzukehren zum Ursprung oder wieder sich an das zu erinnern, was du wirklich bist, sondern eher ein destruktiver Prozess im Sinne von dem Loslassen all deiner einschränkenden Emotionen und Geschichten. Manchmal wird auch gesagt, es reicht zu wissen, was du nicht bist. Und dieses Loslassen all deiner einschränkenden Emotionen und Geschichten und das direkte Hindurchschauen durch diese Ich-Empfindung mit all dem, was sie so wirklich zu machen scheint, das direkte Hindurchschauen. Ist das Zurückkehren zum Ursprung. Das Durchschauen aller limitierenden, begrenzenden Geschichten. Alles gut.